Okay, also, wenn die Kiko mich zu Wort kommen lässt, erzähle ich euch jetzt was über Tails & Tails. Und zwar ist das jetzt unser zweites Video. Wir haben Tails & Tails jetzt eine Weile getestet, besser gesagt, unsere Damen haben das getestet, die läufigen Mädchen. Wir sind ziemlich zufrieden mit dem Futter. Also zum ersten quillt es fast gar nicht auf. Also wenn man das einweichen sollte, das kann man gerne tun. Wir weichen ja unser Futter meistens auch ein. Seht ihr auf dem Foto, gibt es nicht viel Unterschied, wenn man jetzt Frisches reinpackt zu dem, was schon 2-3 Stunden gequollen ist. Also das ist echt ziemlich gut. Das wird also nicht größer im Magen. Es bleibt so, wie es ist. Cooper, Cooper, komm her. Cooper will unbedingt vor die Kamera, weil hinter der Kamera schmeißt er nur alles um. Genau, das ist schon mal eine ziemlich gute Sache. Außerdem, die Häufchengröße ist nicht mehr geworden. Das heißt, es ist auch ein sehr gutes Zeichen, dass vieles verwertet wird und dass nicht so viel Dreck drin ist. Also Dreck in Anführungsstrichen, weil wenn ziemlich viel Mist im Futter ist, dann sind die Häufchen einfach überdimensional groß. Wer schon mal Frohlig oder Pedigree gefüttert hat, weiß, wovon ich rede. Da gibt es ziemlich mehr, was hinten rauskommt, als was man eigentlich vorne reinpackt. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist vom Aufreißen her, gut, vielleicht stelle ich mich da auch einfach ein bisschen doof an, aber wenn man es oben aufreißt mit einem Messer und nicht gerade einer Schere oder ein bisschen zu weit unten aufschneidet, dann seht ihr, was da passiert. Es ist eigentlich wieder verschließbar, aber wenn man es, wie gesagt, ein bisschen doof aufreißt, dann ist es nicht wieder verschließbar, weil man das einfach mit aufreißt. Von der Verpackung her also nicht so ideal, macht bei uns aber nichts. Wir füllen das sowieso in Plastikeimer um. Wir lassen das also gar nie in der Verpackung mit drin. Und noch was anderes. Viele hatten auch mal so angemerkt, hey, wie wäre es, wenn man das Trockenfutter in eine, sag ich mal, umweltfreundliche Verpackung reinpackt, in Papptüten oder so ähnlich. Ja, das Problem ist an Papptüten, dass das Futter halt total austrocknet. Das zieht Feuchtigkeit, schimmelt und so weiter und so fort. Also eine Papptüte ist nicht gerade ideal zum Aufbewahren. Aber ich habe da mal nachgefragt bei Tails & Tails. Die sind wirklich schon dran. Die experimentieren gerade so ein bisschen rum mit Bio-PE oder PLA. Das sind beides biologische Rohstoffe und teilweise auch biologisch abbaubare Sachen, die man nehmen kann, weil sie die gleichen Eigenschaften wie Plastik haben oder ähnliche Eigenschaften. Und die sind gerade dran und versuchen das vielleicht sogar teilweise schon umzustellen, die Verpackung ab Frühjahr 2020. Also da gibt es auch schon immer mal wieder Erneuerungen. Dann, was sehr gut ist, da habe ich nochmal nachgefragt, das ist alles Lebensmittelqualität, was im Futter ist. Das finde ich ziemlich klasse, weil dann weiß man auch, dass da keine Abfallprodukte reingeschmissen werden. Back, komm mal her. Der Back will heute auch nochmal ins Video. Heute haben wir ganz viele aktive Hunde. Es wird nämlich jetzt schön kalt. Der Winter is coming. Also das heißt, die Hunde haben wieder viel Energie und wenig Geduld für mich und die Videos. Als nächstes gehe ich einfach mal ein bisschen auf das Futter ein. Und zwar hat Tails & Tails auch sowas wie Nassfutter. Allerdings ist es keine Leinfuttermittel, da wirklich 100% Fisch drin ist. Also das heißt, es ist nur Fisch ohne alles andere. Wenn man das also auf Dauer füttern möchte, wirklich als Futter, dann muss man die ganzen anderen Sachen noch reintun, die ganzen Zusatzstoffe. Es gibt 3 Sorten, Forelle, Dorsch und Lachs. Und es gibt auch Sorten für Miezekatzen. Unseren Hunden schmeckt das Futter super lecker, dieses Nassfutter. Allerdings A, wäre das für uns weder bezahlbar bei der Menge an Hunden und B, ist es ja wie gesagt kein Leinfuttermittel. Deswegen ist das mal was Leckeres für zwischendurch, aber definitiv nicht auf Dauer. Deswegen kommen wir jetzt zu dem, was uns am meisten interessiert, dem Trockenfutter. Tails & Tails hat zurzeit eine Sorte softes Trockenfutter, das heißt noch ganz Fisch im Kopf. Also die haben allgemein sehr lustige Sprüche und sehr interessante Bezeichnungen für ihre Futter. Ein Trockenfutter ist für nächstes Jahr schon in Planung. Wie gesagt, es ist ein sehr junges Unternehmen. Es wird nach und nach aufgebaut. Die Mädels machen das so, je nachdem, wie es gerade reinpasst. Das ist also jetzt kein großer Konzern, der dahinter steht. Deswegen wird es bestimmt noch einiges wachsen. Und ich halte euch natürlich auf den Laufenden, wenn dann nächstes Jahr ein neues Futter reinkommt. Das Trockenfutter ist halbfeucht, deswegen heißt es auch softes Trockenfutter. Also sind 18% Restfeuchte mit drin. Es gibt 2 Größeneinheiten. Und zwar einmal 1,5 Kilo und einmal 4 Kilo. Wenn man mehr möchte, muss man halt 3x 4 Kilo oder so kaufen. Das gibt es auch auszuwählen. Ist deswegen so. Ich finde es auch blöd, weil wir haben ja große Hunde, große Säcke werden besser. Aber es liegt einfach daran, dass es dieses halbfeuchte Trockenfutter und wenn man das dann quasi in zu großen Verpackungen hat und so nach und nach füttert, wird das zu schnell austrocknend und das wäre auch nicht so prickelnd für das Futter, weil es ist ja gerade ein herausstehendes Merkmal, dass es schön feucht ist. Gucken wir uns die Zusammensetzung an. Da sieht man, hier ist wahnsinnig viel Fisch drin, weil es ist ja auch ein Fischfutter. Also wir haben frische Forelle, frischen Hering, wir haben Lachs drin, also diese 3 Sorten, Forelle, Hering, Lachs.
Genau, hier noch die Ergänzung zu dem Fleischanteil, weil ich gehe ja mal drauf ein, okay, frisches Fleisch, da muss man sozusagen den Wasseranteil abziehen, damit man auf dieses richtige, den richtigen Fleischanteil kommt. Ich bin da immer sehr skeptisch und habe da auch hier nachgehakt. Ich bin jetzt nur in dem Video da nicht eingegangen. Jetzt ist mir das aufgefallen, deswegen da nochmal genau nachgefragt bei Tees und Tees. Und zwar, dieser Prozentanteil ist wirklich auf das Endprodukt bezogen. Also das heißt, in dieser kleinen eckigen Krokette des Trockenfutters von Tees und Tees, da sind wirklich die Prozent enthalten, die auf der Zutatenliste stehen. Also da muss bei denen nichts umgerechnet werden. Es ist einfach ein Missverständnis, weil sie diesen frischen Fisch gerne wirklich so anzeigen wollen in der Zutatenliste, dass die Leute merken, hey, das ist wirklich frisch, was da drin ist. Das bedeutet aber nur, dass es frischer Fisch ist und nicht, dass es umgerechnet werden muss. Also viele Hersteller geben das so an, frisches Fleisch XY, da muss umgerechnet werden, aber hier ist es wirklich so gemeint. Das heißt, diese 30% Forelle oder 20% Hering bedeutet wirklich, dass am Ende 30% Forelle bzw. 20% Hering drin ist im Produkt. Also anders gesprochen, es wird so viel frische Forelle zugegeben, bis diese 30% frische Forelle da in dem Futter drin sind, in der Krokette. Genau, also Lachs wird ja in getrockneter Form zugegeben und dann ist halt wirklich 10% Lachs auch drin. Die hat sich auch noch mehrmals mit diesem Leiter der Produktion unterhalten, die Kaya, mit der ich jetzt immer in Kontakt stehe, wegen Tees und Tees. Und das hat wirklich alles seine Richtigkeit. Also da, keine Angst, da sind wirklich so viel Fleisch drin, wie da drauf steht. Also von daher ein gutes Futter. Dieser Fisch kommt aus Island. Es wird auch dort vor Ort verarbeitet. Warum Island? Und zwar ist es eine der wenigen Länder in Europa, wo der Fischfang wahnsinnig nachhaltig noch ist. Das heißt, die haben ganz gewisse Quoten, mehr darf da nicht gefangen werden. Die achten also darauf, dass das nicht überfischt wird, das Meer. Und dadurch, dass es gleich vor Ort verarbeitet wird, ist das nicht erst ein langer Verarbeitungsweg, dass die erst hierher kommen, hier verarbeitet man es und auf dem Kühlkettenweg wird noch irgendwas gemacht, sondern es wird vor Ort dann gleich getrocknet und so weiter. Mikey ist unzufrieden, Mike hat Hunger. Dann als nächstes Maniok drin, Pastinake, Kichererbsen, Erbsen, Lachsöl. Lachsöl finde ich gut, die sind 2,5% drin. Wer schon mal Lachsöl mit ins Futter reingetan hat, weiß, das ist super gut fürs Fell. Allgemein ist Fisch ja komplett gesund. Wer Fisch mag, wird es bestätigen. Wir haben Proteinhydrolysat, Flohsamen, Schalen, Chicorée, Seealgen, Blaubeeren, Karotten. Also da ist jetzt eigentlich nichts drin von der Zusammensetzung, wo ich sage, das gefällt mir jetzt überhaupt gar nicht und irgendwie ist das ganz schlimm und irgendwas. Ich finde die Zusammensetzung kernig, auf den Punkt gebracht, sehr überschaubar und es sind keine Salze drin, es sind keine irgendwelchen komischen Mehle drin, wo man schauen muss, es ist kein Yucca drin. Also ich finde das echt ziemlich gut. Deswegen war das auch der Grund, warum wir das Futter an unseren Hunden getestet haben, sonst hätte ich das meinen Hunden auch gar nicht erst gegeben. Unser Fazit: könnt ihr echt füttern, guten Gewissens. Ihr unterstützt damit ein aufstrebendes Unternehmen. Wir sind, wie gesagt, immer gespannt, was da noch für Futter den Mädels einfällt, was sie noch so machen, worauf sie achten. Das Konzept ist cool. Wie im ersten Video erwähnt, achten wir auch darauf, dass jedem Produkt etwas in die Tierschutzorganisation läuft, die aufpassen, dass in den asiatischen Ländern die Hunde, sage ich mal, Firmen, die die Hunde dort zum Essen anbieten, einfach ein bisschen überwacht werden und dass da irgendwo was passiert. Und deswegen finden wir das Konzept ziemlich cool. Wer das Futter gerne mal probieren möchte, da gibt es einen super Gutscheincode, der heißt Nature. Den gebt ihr einfach bei eurer ersten Bestellung ein und dann bekommt ihr das Futter versandkostenfrei. Ich bin gespannt, wer Lust hat, testet das mal und schreibt mir dann eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Futter gefunden habt oder wie euer Hund das gefunden hat, ob gut oder schlecht. Und ob ihr da irgendwelche Veränderungen merkt, besonders durch das leckere Öl. Und wer das schon füttert eine Weile, freue ich mich auch über Kommentare, wie ihr das bis jetzt so gehandhabt habt, wie es euch geschmeckt hat, besser gesagt eurem Hundi. Es gibt aber auch welche, die kosten das Hundefutter selber. Habe ich schon gehört. Ich bin da eher nicht so der Fan von, aber ich würde es tun, wenn ich nichts anderes zu essen hätte. Aber ich bin auch nicht so der Fischtyp, also ich esse dann lieber doch Rind als Fisch. Aber egal. Whisky fand's lecker, den habe ich nämlich zwischendurch auch was davon gegeben. Die Snacks sind ziemlich cool, also die haben auch sehr natürliche, einfach luftgetrocknete Fischsnacks mit ohne irgendwelchen Zubehör. Das essen auch alle unsere Hunde sehr gern. Also schaut mal auf die Seite, stöbert mal rum und ich freue mich über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und zwar haben wir schon viel Feedback zu dem ersten Tees&Tees-Video von uns bekommen. Jetzt noch zu einigen eurer Kommentare ein bisschen Feedback meinerseits.
Und zwar kam da so, hey Bonnie, von euch öfters mal so, hey, ich finde jetzt das Design auf der Homepage ein bisschen überladen, gefällt mir jetzt nicht und die Halloween-Aktion finde ich zu übertrieben. Für die, die es nicht gesehen haben, Halloween-Aktion, da gab es die Leckerli-Tüten mit so leuchtenden Äuglein drauf. Also klar ist es Geschmackssache, ob man jetzt sowas mag oder nicht. Einfach die drei Mädels von TS&TS wollen damit einfach ein bisschen Abwechslung in den Alltag reinbringen. Ich habe heute mal nachgeschaut, heute zum Beispiel gibt es ab 15 Euro Bestellwerk, gab es ein Vogelhäuschen aus Holz mit dazu. Ich finde es halt eine coole Aktion. Ich finde es auch mal gut, dass es ein bisschen Abwechslung reingibt. Nicht alle finden das immer gut. Also auf alle Fälle, es bedeutet keinen, sag ich mal, Qualitätsverlust am Produkt. Es macht nicht mehr Abfall oder sowas. Es ist einfach für die Abwechslung da. Back, komm mal her. Back. Komm mal hier. Ja, komm mal hier. Komm mal hier. Ich will jetzt nicht spielen, ich will eigentlich das Video machen. Genau, so ist auch gut. Okay, ein Hund weniger, der die Kamera umschmeißt. Hey, Back, 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 nicht die Kamera umschmeißen. Back, komm mal hier. Back, komm mal hier. Back hat gerade groß gemacht, jetzt freut sich Back.